Yo guys, what up? The Blue Gangster hier mit einem Kunimitsu Rush Tutorial. Was hier drin enthalten ist, sind Punishes, Whiff Punishes, Pokes, Range Tools, Setup slash Throws, Cancel Gimmicks und Combos. Und dann natürlich auch Pros, Cons von dem Charakter und was ich mir für Tekken 7 erhoffe. Und dann fangen wir mal mit dem Punishers an. I10 1-2, I12 2-2, I12 down forward minus 4, I13 forward 2-3, I14 forward 1 plus 2, I15 hop knee up forward plus 3 oder auch up forward plus 3-4 und I16 down forward plus 2. So, sie hat 1-2. Hier, wie gesagt, I10, minus 1 soll Block, plus 5 One-Hit und Counter-Hit. Dann hat sie eigentlich noch 1-1, aber das macht erstens genauso viel Damage. Ist zwar nicht High-High, aber ist nicht so gut on Block bzw. On-Hit. So, dann 2-2. Wie gesagt, I12, minus 9 on Block. Also Turnover dann. So oder so, und plus 2 on Hit bzw. Counter Hit. Dann Down Forward 4, die 12 minus 9 on Block, plus 4 on Hit und Counter Hit. Also eigentlich fast genau gleich, nur ein Hit weniger bzw. 10 weniger Damage. Dann Forward 2-3. Sehr guter Punish. 13. I13. Minus 10, also mit einem I10er Punish Bar on Block. Und ansonsten Knockdown oder Wall Splat. Forward 1 plus 2. Startup 14, minus 9, Knockdown, Knockdown. Genau. Dann. I15, Up Forward 3 bzw. Up Forward 3-4. Minus 13 on Block, wenn nur der zweite trifft, minus 16. Also so. Der hier ist Launch on Block und der zweite on Block wäre minus 2. Und Down Forward 2. Ist, wie gesagt, 16 schnell, minus 7 on Block, also Safe und Launch. Dazu noch kurz eine Vermerkung. Anstatt den 14er zu machen, weil er schlechte Range hat, weil wenn ihr seht hier, schlechte Range, würde ich den 13er empfehlen, Forward 2-3. Weil der splattet auch und die Range ist besser und vor allem die Damage ist 10 mehr. Und ich würde als Punish bzw. ja, Punish, with Punish würde da gar nicht gehen. Würde ich nur Up Forward 3 empfehlen, anstatt direkt Up Forward 3-4, weil man daraus auch den besseren Combo bekommt und nicht so negativ ist wie nach beidem Unblock. So. Außerdem, was noch sehr krass ist, ist die Range von Down Forward 2. Denn nicht Range 2, aber Range 1 plus trifft es trotzdem noch. Ich glaube, da geht sogar noch mehr. Ja, fast. Also die Range ist ziemlich gut. So, Wild Standing Punishers. Let's go. Wild Standing 1 plus 2. Wild Standing 4. Wild Standing 1-1 und Wild Standing 3. Wild Standing 1 plus 2 ist so ein Nicht-Universal, aber Erkunimitsu-Ding, was ich gut finde. Ist 10 bis 11 schnell, minus 3 bis minus 4 on Block und plus 7 bis plus 8 on Hit bzw. Counter-Hit. Dann
Wild Standing 4, ganz normal Generic Wild Standing 4, die 11, minus 9 on Block, plus 4 on Hit oder Counter Hit. Dann Wild Standing 1-1 ist I13, minus 10 on Block, aber plus 1 on Hit oder Counter Hit. Und zum Schluss, ach so, das ist auch noch Bound. Und dann haben wir Wild Standing 3. Das ist I15, minus 13 on Block und Launch on Hit bzw. Counter Hit. Mit dem würde ich aufpassen, weil Wild Standing 3 ist nicht, also ab Range 2 nicht mehr, würde ich aufpassen. So, dann machen wir mal weiter mit den Pokes. Und zwar ihre Main Pokes sind Downforward 1, ganz normal 13er, minus 1 on Block und Neutral on Hit. Das heißt, man kann zwar provoken, muss aber aufpassen wegen der minus 1, beziehungsweise auch allgemein wegen dem 0. Dann Downback 4. Ist 17 Frame schnell, minus 14 on Block und minus 3 on Hit bzw. Counter Hit. Also kann man nicht einfach so die ganze Zeit raushauen. Dann haben wir Down 3 plus 4, was mich ein bisschen an Heihachi erinnert. Die Range ist gut, ungefähr so wie, obwohl ich denke, na komm, steh wieder auf. Nein, also die Range von Downback 4 ist besser, aber der hier ist, so wie es aussieht, High Crush. Down 3 plus 4 ist 15 bis 16 Frame schnell, also 1 bis 2 Frame schneller. Dafür aber minus 17 bis minus 18, sehr gefährlich. Und minus 3 bis minus 4 on Hit. Dann haben wir Down Forward 3 plus 4. Das hier ist 17 bis 25 Frames schnell, weil, also der erste ist 17, der zweite 25, ist minus 3 bis minus 4 on Block und plus 5 bis plus 6 on Hit. Sehr gut. Vor allem Range 2 und Range 2 plus trifft auch noch der zweite. So. Up Forward 2. Ui. Up Forward 2. Up Forward 2 ist 35 Frames schnell. Minus 18 on Block, ja. Plus 4 on Hit. Und Knockdown on Counter Hit. Sollte man aber aufpassen, weil wenn man den kennt, dann ist vorbei. So, Down 3. 20 schnell, minus 18 on Block und plus 2 on Hit oder Counter Hit. Was aber gut an dem ist, er trifft ab Range 3 noch, aber nicht Range 3 plus. So, Downback 3. 18 bis 19 Frame schnell. Minus 24 bis minus 25 on Block und minus 13 bis minus 14 on Hit. Was ich empfehlen würde, wäre den zweimal und dann vor bzw. forward vor. Weil, so wie ich mitbekommen habe, wenn die ersten zwei treffen, ist der letzte garantiert. Und der ist dann 12 Frames schnell, wobei man hier die 18 bis 19 mit einberechnen muss. Minus 8 on Block und Knockdown on Hit bzw. Counter Hit. Und der letzte in der Liste ist Full Crouch Down Forward 3. Sollte man Raw nicht wirklich so raushauen, ist sehr vorhersehbar, but here we go. 18 Frames schnell. 29 on Block und Knockdown on Counter Hit bzw. auch Combo Starter. So, dann kommen wir zu den Range Moves, Long Range Moves, wie auch immer ihr sie auch nennen wollt.
Da fangen wir an mit ihren drei Homings. Der erste wäre einfach nur Neutral 3, also einfach nur 3. Der ist 16 Frames schnell, minus 10 on Block und Knockdown, wie gesagt, Homing. Homing Nummer 2 ist Forward 3 plus 4, das hat auch eine gute Range, Range 2 ist aber ein High. Der ist 18 Frames schnell, minus 1 on Block, also eigentlich safe. Und Knockdown und Counterhit, auch Homing. Und der dritte Homing ist Back 2. Back 2 ist 18 Frames schnell, minus 19 on Block und Knockdown on Counterhit. Aber die Range, ja, selbst aus Range 2. Ich glaube nicht Range 2 plus, nein. Aber Range 2, das ist echt krass. Und er Wolfsblättert natürlich. Back plus 4-3. Ich denke, da kann man auch nur Back 4 machen. Dann ist er automatisch in Backstance. Würde ich aber nicht empfehlen. Und vor allem der hier jailt. Das heißt, wenn ihr beide durchzieht, ohne Verzögerung, ohne Delay, dann ist der zweite garantiert, wenn der erste trifft. Der ist 18 Frames schnell, minus 19 on Block und Knockdown. Ah nein, ich bin da vorhin verrutscht. Der hier ist minus 10 on Block. Habe ich vorhin minus 19 gesagt? Der hier ist minus 19 on Block. 1 plus 2. Evasive Move, Wall Split. Ist 25 Frames schnell, minus 16 on Block und Knockdown on Hit. Damit kann man sehr vieles sehr gut crushen, weil es ja auch ein Backswing Blow ist. Lost While Running 3 habe ich damit schon mal perfekt gecrushed und das hat wirklich funktioniert. Dann weiter Dust 3. Dust ist die Abkürzung für dieses Dance hier, Down 1 plus 2. Und dann hier 3. Hat man aber schon das Problem gesehen, aber dazu kommen wir später. Der ist, je nachdem wie schnell man ist, 23 bis 38 Frames schnell. Minus 9 on Block und Knockdown on Hit, bzw. Counter Hit. Dann haben wir Wild Standing 2, eine meiner Favorite Moves. Der ist 17 Frames schnell, minus 13 on Block und minus 1 on Hit, bzw. Counter Hit. Sieht nicht danach aus, als könnte man mit einem 13er punishen durch das Pushback. So. Dann haben wir Set 2. Set ist die Stance, in der man geht, wenn man vorne plus 3 drückt. Oder auch vorne plus 4 vorne. Beides das gleiche. Und dann 2 drückt. Und zwar ist der 12 bis 20 Frames schnell. Minus 7 on Block. Plus 1 on Hit. Und ja, Knockdown on Counter bzw. Combo Starter. Ja, dann haben wir Sidestep 3 plus 4. Ihr Snake Edge. Das ist 24 Frames schnell, minus 40 on Block. Ja, klar, Snake Edge. Und Knockdown on Hit. Und es gibt Leute, die sagen, das wäre kein Combo Starter. Das stimmt aber nicht. Dann. Muss 2. Muss 2 ist die zweite Stance ihrer Stance. Und zwar Forward 3-3. Dann macht sie diesen Loop, das ist Muss. Und dann kann man da entweder 4 drücken, das habe ich jetzt aber nicht rein, weil nicht gut genug. Und Muss 2 ist hier das da. So, Muss 2 ist 43 bis 44 Frames schnell, ja klar, weil zuerst Dance 1, dann Dance 2 und dann erst Hit. Minus 18 on Block, ist ja klar, und Knockdown bzw. Combo Starter und Counter Hit. Dann haben wir Down Forward 3-2. 17 Frames schnell, minus 18 on Block und Knockdown und Counter Hit natürlich. Und dann haben wir Down Forward 1 plus 2. Wo auch nur der zweite treffen kann, wobei das bei dem ja auch der Fall ist. Der erste ist 18, der zweite ist 38 Frames schnell, der ist minus 9 bis minus 10 on Block und Knockdown halt
Und zum Schluss haben wir Down 1. Richtiger Armor King Move, der ist 19 Frames schnell, minus 7 on Block und plus 6 on Hit. Okay, das wären die Range Tools. Machen wir zuerst Froze, Up Forward 1 plus 2, was total unnötig ist in diesem System. Und Forward 1 plus 4. Beide kann man aus der Stance, wenn man entweder 1 plus 2 drückt hier oder 1 plus 4 drückt hier, machen. Da muss man das Forward nicht mehr eingeben. Und den blockt man nicht, indem man 1, 2 oder 1 plus 2 drückt, sondern Pfeiltaste nach unten, also Down. So, das wären die Throws. Und dann kommen wir zu Side Notes, whatever. Und zwar zuerst ihr Back 1 plus 2. Das trifft zwar und ist ein Combo-Starter, aber die Range ist ultra schlecht. Von dem habe ich die Frames, von den Rest nicht. Der ist 20 und 33 Frames schnell, wobei ich das nicht verstehe, wie der zweite treffen kann, ohne dass der erste trifft. Dann der ist minus 12 on Block. Und ja, Combo-Starter, Knockdown und Hit. So, dann haben wir ihr Upback 3, das ist ein Auto-Sidestep links und der kann Attacken avoiden, aber sobald sie aufgehört hat, sich zu bewegen, also wenn sie landet, ab da ist sie Launch punishbar. Dann haben wir ihr Down Forward 1-3. Was ich nicht verstehe, wieso das in diesem Game ist, denn Down Forward 1 reicht und Down Forward 1-3 trifft nicht. Das kann man ducken. Es ist auch kein Jail, kein NC, nichts. Ich kann es euch zeigen. Selbst wenn das Ding on Counter Hit trifft, kann man den zweiten ducken und wird dann gelaunch punished. Deswegen, das hört sich eher nach einem Bug bzw. nach einem Fehler an. Das dürfte überhaupt gar nicht so sein. Und wer meint, ihn trotzdem raushauen zu müssen, selber schuld. So, und dann haben wir Forward Forward 1 plus 2. Eine schnelle Unblockable, wahrscheinlich nur zum Finishen, denn die hat so viel Recovery, dass man danach nichts mehr bekommt. Nicht mal mehr wirklich. Okay, nein. Ich drücke jetzt die ganze Zeit Down 4 und erst da trifft. Bis dahin ist schon was passiert, also nein. Und dann haben wir noch etwas, wo ich nicht wusste, wo ich es genau einsortieren soll. Es ist aber ein, ich sag mal, Evasive Move und sollte nur als, in Klammern, Counter eingesetzt werden, weil es auch ein Combo-Starter ist. Und zwar hier Up 3 plus 4. Der gibt natürlich Combo und wie gesagt, sollte nur, wenn man entweder ein Running ausweichen will oder weiß, der Gegner drückt jetzt was rein, dann kann man den raushauen. Weiß aber nicht genau, wie viel der On-Block ist, habe ich nicht nachgeschaut. Und zum Schluss gibt es natürlich noch, falls ich das nicht schon erwähnt habe, hier Up plus 3. Da kann man abhalten, dann springt sie wieder zurück, aber Landung ist Launch punishbar. Dazu gibt es aber Combo-Gimmicks. Ich fange jetzt mit den Combos an. Ich werde die Launcher werde ich aufschreiben, aber wirklich was dazu sagen werde ich nicht. Ich mache das nur als Präsentation, um zu zeigen, was die in diesem Spiel drauf hatte, damit man das später auch vergleichen kann.
Was man natürlich hier gesehen hat, jetzt abgesehen von der Backstance und weiterem, ist, dass im Normalfall nach dem Launcher als Bounce der hier benutzt wird und als Ender der hier für den Spin halt. Na komm. Sorry. So. Das ändert sich natürlich an der Wand, da sollte man das nicht machen. Man kann es zwar machen, weil vor allem wenn es dann selbst Low Splat gibt, trifft es trotzdem, aber im Normalfall macht man an der Wand Down Forward 1 und dann Down 2 1 2 1 plus 2. Also. So. Den hier. Okay, das wäre es erstmal dazu. Und jetzt können wir direkt zu den Gimmicks übergehen und dann gehen wir zu den Pros, Cons, Problemen, hoffentliche Verbesserungen. Also, sowas ist vorhersehbar. Sowas ist vorhersehbar. Was war es noch? Das hier. Da gab es noch ein paar mehr. Aber was man halt machen kann mit Kunimitsu, ist, wenn man Down Back hält, dann stoppt sie und dann kann man ins Wild Standing Game gehen. Dasselbe gilt auch für Upback plus 3, da ist sie nämlich direkt im Wild Standing. Da kann man dann sowas machen, entweder man geht dann direkt für Wild Standing 3 oder man macht der hier, der dann safe ist, oder man launcht doch. Na komm. Ja. So, das kann man bei jedem machen, auch hier. Nochmal. Ja. So, jetzt. So, das sind halt so Gimmick-Sachen. Dann gibt es natürlich auch für Up 3 etwas für die Kombos, aber es ist schon wichtig, das zu machen, weil. Ja, gut, dazu kommen wir später. Auf jeden Fall. Zack, 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 zack. Und dann kann man hier sowas. Nein, das wollte ich gar nicht, also nochmal. Zack, 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 bam, zack, zack, bam. Ja, und dann hätte man das gleiche nochmal machen können. So, sowas kann man dann mit dem hier machen, außer jetzt von der Ecke weg oder sowas. Aber das wäre es eigentlich auch schon alles zu ihren Gimmick-Sachen, beziehungsweise Fakes oder wie auch Cancels, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und zum Schluss kommen wir halt dann jetzt zu Pros, Cons, gutem, schlechtem, Erwartungen, Verbesserungen, bla. Kunimitsu macht sehr gut sehr viel Damage, auch alleine. Sie braucht nicht wirklich einen Tag-Partner, um was rauszuhauen. Ich bin eigentlich Mishima-Spieler und normalerweise gehört sie nicht in die Kategorie Charakter, die ich spiele, aber sie macht mir unheimlich viel Spaß. Sie ist einfach zu lernen und zu handhaben. Und ja, was könnte man noch als Vorteil sehen? Ich weiß, man muss sie einfach spielen, aber so. Ihr Movement ist auch noch gut. Und wenn man den Gegner gut lesen kann, dann kann man gut vorbereiten mit ihr. Ja, aber sie laggt halt in vielem. Deswegen jetzt zu den negativen Sachen. Und zwar hat man mit Kunimitsu erstens nicht gerade wirklich viel, das Plus ist. Das habt ihr, könnt ihr euch jetzt zusammen addieren, wenn ihr jetzt die ganzen Frames nochmal durchgeht oder das im Kopf behalten habt. Sie hat nicht wirklich gute Lows, sehr viele Minus, sehr viele Launch Punish Bar, nicht sehr viele Variationen, was das angeht. Und vor allem, wenn man mit ihr spielt, merkt man das sofort, es ist wirklich schwierig, mit ihr zu approachen. Also wenn man jetzt die Runde anfängt, ja, man geht nach hinten und so und dann, wie gehe ich jetzt, wie sage ich jetzt, okay, ich will angreifen, wie gehe ich jetzt an den Gegner ran? Wie mache ich das jetzt so? Ja, man kann den hier so, aber das ist ja nicht Auto-Counter-Hit. Man könnte hier das versuchen, aber der ist Launch-Punishbar und Block und
vielleicht hier escapen. Und dann gibt's noch so Probleme wie das hier so. Was will ich damit machen, wenn das dann hier weg oder... Also zum Launchen reicht's nicht mehr, zum irgendwas drücken reicht's nicht mehr. Selbst für den Zehner, weil die Recovery zu lang ist. Also man hat echt Schwierigkeiten, den Gegner mit ihr zu öffnen. Da laggt's ja wirklich halt. Lows, Plus Frames und dieses Approaching halt. Die hat auch nicht wirklich so einen Long-Range-Move, wo man sagen kann, okay, der ist so plus, damit kann ich erstmal reinrennen. Geht nicht, gibt's nicht bei ihr. Das gefällt mir halt nicht so. Also das, nicht nur, dass es mir nicht gefällt, das ist halt das, was ihr wirklich tatsächlich fehlt, damit sie ein wirklich allround guter Charakter wird. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich weiß nicht, was der Müll soll. So, warum gibt's eine Extension, die mir mehr Minus als Plus macht? Ich meine, ja, man kann hier Combo dies das mit krass viel Damage. Wow, 100 Damage, übel hart. Aber selbst on Counter Hit ist es kein NC. Man kann es ducken. Das haben sie wahrscheinlich gemacht, weil sie gedacht haben, okay, der macht zu viel Schaden, aber dann hätten sie das von den Frames her safer machen sollen oder einfach komplett weg, weil einfach ducken und fertig, egal wie er trifft. Das ist keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. So, ich habe ja schon gesehen im 7er so, dass die so Sachen wie das hier behalten hat, sowas hier behalten hat, manche Moves extended bzw. abgeändert worden sind und wahrscheinlich wird das hier was ganz anderes sein. Das wird jetzt anscheinend ihr Parry sein, weil ihr eigentliches Parry ist hier so ultra schlecht einfach, gar keinen Sinn. Deswegen wird das wahrscheinlich so eine Art Back 3 anstatt dem hier. Was auch eigentlich total unnötig ist, weil wenn der Gegner auf dem Boden liegt, dann mache ich das da. Das trifft auch Grounded und habe eher die Chance, ein Pickup zu kriegen. Backturn bei ihr ist non-existent. Die einzigen zwei guten Sachen, die man hat, aber daher, da es nur zwei, in Klammern eigentlich nur eine Sache ist, hat man da kein wahres 50-50 und deswegen ist es sinnlos, weil das kann man wegwerfen. Der zweite ist Counter-Hit, aber der frisst das schon. Dann hat sie hier 2-3, das eigentlich dasselbe wie Forward 2-3 ist, aber beides High. Und da hier Yoshimitsu Backturn 3, was überhaupt nicht gut ist. Und die einzigen zwei guten Sachen, die sie hat, ist ihr 3+4. Damit kann sie alles evaden. Also wenn man hier so reingeht und das war jetzt on block, dann hier und dann, ich glaube, da ist sie, ja, im Crouch, also man kann Instant Wild Standing machen und dann noch ihr Down 4, das ist auch okay, aber ansonsten hat sie nicht, sie hat entweder nur Low gehen oder Ausweichen, weil man die anderen nicht benutzt und dann wird es kein Ratespiel für den Gegner, deswegen ist ihre Backstance not existent und ich hoffe, weil sie vor allem auch sowas hat, was gerade in diesem Spiel, außer jetzt auszutacken oder so, weil man ja nach dem Pro irgendwie ein bisschen Minus ist, ist der Gegner eh immer schneller mit Wasser drückt, ist die Stance und der Pro für die Stance eigentlich komplett unnötig. Deswegen, anstatt das zu entfernen, gibt ihr Sachen für die Backstance, damit man die auch gescheit benutzen kann. Außerhalb jetzt von Kombos mit dem hier. So, hier sowas. So, schön. So, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Also, das sind die Sachen, die sie verbessern müssen. Long Range, ein paar bessere Plus-Moves, auf jeden Fall die Lows verbessern oder bessere geben. Und ein Sinn hinter ihre Backstance, also Tools für ihre Backstance
und gescheite Extensions. Also gescheite Extensions hat man ja schon im Trailer gesehen. Deswegen denke ich nicht, dass sowas da noch drin sein wird. Ich weiß nicht, kann sein, dass ich was vergessen habe, was ich noch so erwähnen wollte. Aber das wäre es im Endeffekt schon. Ja, falls noch irgendwas ist, wo ihr denkt, das wäre wichtig zu wissen für andere, die sich dieses Video anschauen, damit sie Basic Knowledge zu Kuni mitbekommen, schreibt es drunter. Alles klar? Alright then. The Blue Gangster is out. Peace YouTube World.